Herzlich willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen, dem Podcast rund um Franz Eberhofer. Genau, und gesprochen das Ganze von Christian Tramitz und Florian Wagner. Das hast du so schön gesagt, Christian. Danke. Servus. Servus. Radio Niederkaltenkirchen, hier dreht sich alles rund um Franz Eberhofer und seine Nachbarn in Niederkaltenkirchen. Die Bücher von Rita Falk, die grandiosen Hörbücher gesprochen von Christian Tramitz und die mit dem Bayerischen Publikumspreis des Jahrzehnts ausgezeichnete Kinofilmreihe der Eberhofer Filme. Mir gegenüber am Mikrofon sitzt Christian Tramitz. Und ich bin stolz auf dich, dass du ohne Versprecher diesen Langsatz rausgebracht hast. Vielen Dank, lieber Florian Wagner. Das Thema der ersten Sendung, wir haben immer ein Überthema, ist Freundschaft. Ja. Und das passt sogar so vielleicht so ein bisschen zu uns, weil ich merke, wir machen jetzt nicht nur einen Podcast zusammen, es ist ein zartes Pflänzchen der Freundschaft, das hier entsteht. Sehr zart, ja. Geht's dir genauso? Nein. Was soll ich jetzt sagen? Du stellst mich unter absoluten Zugzwang. Nein, es war von Anfang an eine liebevolle Feindschaft. Also eine nette. Ja. Das würde ich auch sagen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns jetzt hier permanent Honig ums Maul schmieren. Nee, Im Gegenteil, hier kann der eine dem anderen schon wirklich sagen, dass du sollst dich, wenn du so viel Skiurlaub machst, wirklich besser eincremen, weil das geht ein bisschen auf die Hautstruktur. Ja, da hast du vollkommen recht, aber da ist eh schon wurscht ab einem gewissen Alter. Ja, aber um mal darauf zurückzukommen, unser erstes Aufeinandertreffen, sage ich jetzt mal, war im Zirkus Krone. Ich kam, glaube ich, ein bisschen zu spät. Deutlich zu spät? Deutlich zu spät. Ja, ich hatte Fragen und du hattest aber zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, jetzt hat der mich so abquatscht, dass er irgendwie, der ist bestimmt so lustig, habe ich mir am Anfang immer gedacht, und dann warst du alles andere. Dabei ist das gar nicht. Dabei war es das gar nicht. Ja, ich habe mir einfach nur gedacht, der ist aber ziemlich groß. Das war so mein erster Gedanke. Und dann auf der Bühne ist aber dann wirklich lustig geworden und hat sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Und von der Bühne haben wir es jetzt quasi hier bis nach Niederkaltenkirchen zur Radio Niederkaltenkirchen geschafft. Und in jeder Sendung haben wir ein Thema. Heute habe ich ja schon gesagt, ist es Freundschaft. Bist du jemand, der einen großen Freundeskreis hat? Nein, so überhaupt nicht. Man denkt es ja manchmal. Es ist ja sehr merkwürdig. Also in diesem Beruf der Schauspieler, sage ich jetzt mal, obwohl ich mich da gar nicht so als Typen bezeichnen würde, ist es ja immer so, da ist man immer, während der Produktion sind alle immer beste Freunde, kaum ist man zwei Tage auseinander. Weiß man schon nicht mehr, wie sie heißen. Keine Ahnung mehr, weiß es nicht mehr. Es gibt natürlich Ausnahmen und die, da bin ich auch sehr, sehr treu. Das sind aber in der Schauspielerzunft, sage ich mal, sehr, sehr wenig. Ist aber, glaube ich, auch wichtig, wenn man so mehrere Wochen beim Dreh von so einem Film oder auch von einer Serie, wie jetzt in deinem Fall bei Hubert mit Staller oder inzwischen Hubert ohne Staller, dass man einfach als Team gut agiert und das ist schon auch so eine Art freundschaftliches Verhältnis, was sich dann da über Wochen hinweg aufbaut. Ja, ein bisschen erzwungen freundschaftliches, weil gut, ich hatte das Glück, mit Helmfried war ich schon weit vor unserer beiden Karrieren befreundet. Also da konnte nichts mehr schief gehen. Also wir haben uns zwar dann mal zwischenzeitlich knapp 30 Jahre nicht gesehen, aber es war dann eigentlich wie immer. Also Helmfried von Lütticher ist einer deiner besten Freunde. Genau. Würdest du dich selbst als guten Freund beschreiben? Ich glaube schon. Also so arrogant. Kann man dich anrufen nachts als? Kannst du überhaupt. Ja. Das, ich schlafe eh wenig. Also das ist, wenn mich einer aufweckt, das würde mich jetzt überhaupt nicht stören. Ja. So gesehen würde ich sagen, bin ich, ja, ohne mich jetzt selbst, ich mache es natürlich, loben zu wollen, glaube ich, ein zuverlässiger Freund. Sagen wir es mal so. Thema Freundschaft bringt mich jetzt auch zu unserem ersten Anruf, den wir tätigen. Wir rufen in jeder Podcast-Folge immer Rita Falk an. Die ohne dies Niederkaltenkirchen, ohne dies Radio Niederkaltenkirchen, den Franz Eberhofer und alles, was dran hängt, gar nicht gäbe. Mit Rita verbindet mich persönlich inzwischen eine über 10-jährige Freundschaft, weil wir haben uns auf einer Buchmesse kennengelernt. Da hatte Rita damals ihr erstes Buch vorgestellt. Ich habe ganz neu für so ein Online-Format Menschen interviewt und wir haben uns Jahre später gestanden, dass wir uns gegenseitig, also dass sie quasi der erste Mensch war, den ich interviewt habe und ich der erste war, der sie jemals interviewt hat. So lange kennen wir uns schon. Ja, als Repräsentanten des schönen Ortes Niederkaltenkirchen, da interessiert uns natürlich immer, was die Erfinderin Rita Falk gerade so treibt. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir rufen sie an. Genau. Hier spricht Radio Niederkaltenkirchen. Hallo Rita.
Radio Niederkaltenkirchen, ja, sehr schön. Ja, darf ich vorstellen, mir gegenüber sitzt der Christian. Rita, servus. Hi. Ach Gott, ihr zwei habt mir jetzt gerade noch gefehlt. Ja, schöne Begrüßung, vielen Dank. Was heißt denn, wir haben dir gerade noch, natürlich haben wir dir gefehlt. Wunderbarer Einstieg. Ja, natürlich, ihr habt es mir wirklich, also das war jetzt wirklich ernst gemeint, also ihr habt es mir wirklich gefehlt. Ach, so meinst du das? Ja, das ist schon, ja, war lang. Ja, also im Zuge von Corona haben wir uns jetzt fast ein Jahr nicht gesehen, also das muss man schon sich mal auf der Zunge und so, gell? Ja, wir sind auch sehr traurig, deswegen haben wir jetzt dieses Radio ins Leben gerufen, Rita. Genau. So verzweifelt waren wir. Dann habt ihr euch gedacht, ruft sie doch erst einmal die Frau Falk an, weil die ist bestimmt wahnsinnig langweilig und die unterhalten wir jetzt ein bisschen. Ja, genau, weil, wie schaut's denn aus? Du schreibst ja gerade nicht, oder? Nein, ich bin gerade fertig mit Schreiben. Ich bin momentan in einer kreativen Schaffenspause, wenn man so will. Ich habe halt jetzt ganz viel so Sachen wie Interviews im Zuge des neuen Films. Und da, genau, und das neue Buch erscheint ja dann auch irgendwann im Herbst und da gibt es jetzt ganz viele Interviews und die arbeite ich ganz artig ab, wie sich das halt so gehört. Ja. Richtig. Und unter anderem jetzt auch ein Interview mit Radio Niederkaltenkirchen. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, liebe Rita. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du, der Christian und ich, wir unterhalten uns hier schon die ganze Zeit über das Thema Freundschaft. Da hätten wir ein paar Fragen zum Thema Freundschaft. Ich meine, das war jetzt die letzten Monate sowieso relativ schwierig, seine Freunde zu treffen und somit auch Freundschaften zu pflegen. Wie ging dir das? Mhm. Wie hast du das gemacht? Also für mich war das wahnsinnig wichtig in der letzten Zeit, Freundschaften zu pflegen, weil durch dass Robert eben nicht mehr da ist, waren mir Freunde also wahnsinnig wichtig und viel wichtiger als je zuvor. Und das war vorher eigentlich schon ein großes Thema für mich, weil ich bin ein sehr familiärer und sehr geselliger Mensch und ich habe jetzt nicht irgendwie so 100 Freunde, aber ich habe schon so zwei Hände voll und die sind mir sehr, sehr wichtig und wertvoll und haben mich im letzten Jahr wahnsinnig gut begleitet. Du hast deinen Lebenspartner verloren, deinen Mann verloren. Wie geht's dir jetzt inzwischen? Mir geht's jetzt sehr, sehr gut. Ich habe wirklich das schlimmste Jahr meines Lebens jetzt zu Ende gebracht und ich wünsche das keinem, aber ja, wie man so schön sagt, was uns nicht umbringt, das macht uns nur härter und so ist es auch. Also ich bin jetzt vielleicht nicht härter, aber reifer und habe viel über mich gelernt, über meine Familie gelernt. Dieser Abschied war ja sehr, sehr heftig, aber es hat mir auch gezeigt, egal was kommt im Leben, also es geht immer weiter und es kommen auch wieder schöne Momente und lustige Momente und ich kann dieses Leben jetzt vorher ganz gut abschließen und auch gehen lassen und freue mich jetzt auch sehr wieder auf die Zukunft. So. Ja. Bin ich absolut derselben Meinung. Ja. Das, kann das ich freut mich, Christian. Ich habe mir schon gedacht, du bist eingeschlafen. Nein, ich war jetzt mal ganz ehrlich, da ich den Robert ja auch kannte, sicher nicht so gut wie der Florian ihn kannte, aber ich habe jetzt wirklich kurz auch ein bisschen schlucken müssen, weil der hat uns ja auch begleitet auf den Lesereisen und das ist halt hart, sowas. Und ich hatte jetzt auch einfach nichts dazu zu sagen und dann kann man auch einfach mal die Klappe halten. Das Maul halten. Ja, genau. Genau. Deswegen habe ich einfach nur zugehört, was du da sagst. Ich merke gerade, dass ich euch wirklich wahnsinnig vermisse und dass ich mich total freue, wenn wir uns jetzt dann wieder sehen, ehrlich. Oh Gott. Ja, wie wichtig sind Freundschaften eigentlich für dich und deine Arbeit? Also für mich ist es ganz großartig, weil ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, im Laufe der letzten 10 oder 12 Jahre auch wirklich sowas wie eine Freundschaft aufgebaut habe. Es ist nicht so, dass wir uns jeden Tag sehen oder auch nicht jede Woche, aber es ist durchaus so, wenn ich in meinem Verlag komme, dass das wirklich eine sehr, sehr freundschaftliche, enge Verbindung ist. Also heute Abend gehe ich zum Beispiel mit meiner Lektorin essen, freue ich mich total drauf. Es ist auch bei meiner Agentur oder beim Hörbuchverlag, also Christian, du wirst das auch wissen, es ist sehr familiär, es ist sehr freundschaftlich und ich lege da großen Wert drauf, weil ich in meiner Vergangenheit nicht immer nur nette und freundliche und kollegiale Kollegen gehabt habe, sondern da waren echt ein paar richtige Vollpfosten dabei. Und darum schätze ich es jetzt umso mehr, dass ich einfach nur lauter gute Menschen um mich habe. Da greifst du so ein bisschen meiner nächsten Frage eigentlich voraus, ob du schon mal an falsche Freunde geraten bist. Hört sich ja fast ganz so an.
Ja, also ich glaube, wenn man 57 Jahre alt ist und man ist noch nicht an falsche Freunde geraten, dann hat man echt eine Dusel gehabt. Also ich habe eigentlich eine gute Menschenkenntnis und ich kann mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen, aber natürlich muss man auch manchmal aussortieren. Also es ist auch gerade, wenn man dann, ich mag das eigentlich immer gar nicht so sagen, aber es ist halt einfach so, wenn man dann ein bisschen erfolgreicher ist, dann kommen schon auch ein paar Motten, die sich dann also ein bisschen an das Licht haften oder heften. Und da muss man schon ein bisschen hinschauen und muss sagen, na Freund, also du fährst jetzt hier nicht mit. Ja. Ja. Erfolgreich, ein gutes Stichwort, weil erfolgreich wird auch, da bin ich mir zu 100% sicher, das 11. Buch, der 11. Eberhofer Fall, das Re-Ragout-Rendezvous, das am 17.09. diesen Jahres erscheinen wird. Du hast ja jetzt ein Jahr Pause gemacht mit dem Buch. Die Leser waren sehr gewohnt, dass jedes Jahr kommt immer der neue Volk, pünktlich zu den Sommerferien. Also meine Aufgabe ist eigentlich, ein bisschen was rauszulocken, was uns erwartet beim Re-Ragout-Rendezvous. Aber da wirst du wahrscheinlich auch wenig rauslassen. Okay, da kann ich mir ja die Kopfhörer absetzen dann, dann kannst du das besprechen, weil ich möchte da möglichst ganz unberührt, jungfräulich wie immer, das hat sich bewährt die letzten, wie viele Bücher waren es eigentlich? 10. Das ist das Elfte. Sag mal, wenn man jetzt spontan irgendeinen Buchtitel nennen würde, würdest du sofort sagen, Mörder der und der? Könntest du das im Hieb? Nee, also ich müsste schon ein bisschen überlegen. Also es ist ja doch einiges passiert jetzt und wir haben jetzt alle Mordwaffen und alle Mordmotive eigentlich schon verbraten. Also ich müsste schon einen Augenblick überlegen. Also wenn ich jetzt sage Schweinskopf al dente, sag. Ja, das ist relativ einfach, weil da geht es um einen Psychopathen, der gleichzeitig ein Psychologe war und am Moracek einen Schweinskopf ins Bett legt. Und dann geht es weiter nach Italien und weiter und so weiter und so weiter. Hey, ich sehe, du hast keinen Ghostwriter. Nein. Das war jetzt nur eine Testfrage, Rita. Sehr lustig. Dass du es wirklich selber schreibst. Rita, also ich kann es nochmal sagen. Am 17.09. erscheint das 11. Buch, das Re-Ragout-Rendezvous. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir die Lesung haben und ich das 100.000 Mal am Abend sprechen muss. Re-Ragout-Rendezvous. Ja, du kannst es mit Rollen nehmen. Re-Ragout-Rendezvous. Das würde mir leicht gefallen. Es gibt mehrere Re-Ragout-Rendezvous. Re-Ragout-Rendezvous ist doch. Ich habe jetzt das schon ein paar Mal gehört, dass das ein Zungenbrecher ist. Ich finde das gar nicht. Sag's einmal. Sag's einmal dreimal hintereinander. Re-Ragout-Rendezvous. Ja. Wahrscheinlich doch. Wir können es nicht oft genug sagen. Wir freuen uns auf das neue Buch und ich danke dir nicht nur, dass du jetzt die Zeit für uns gefunden hast, sondern ich danke dir für deine Freundschaft. Und ich auch übrigens. Oh, ich bin stolz. Ich danke euch, ihr zwei. Ja. Ihr seid Schnuckelmäuse. Ich freue mich auf wir euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da rufen wir wieder an von Radio Niederkaltenkirchen. Ich freue mich, super. Liebe also Grüße von Christian und von mir. Ciao, Rita. Ciao. In Niederkaltenkirchen, da stolpert der Eberhofer Franz ja als Dorfschandarm von einem Mordfall in den nächsten. Aber wie schaut es eigentlich in anderen Orten aus? Da wird doch wohl nicht jeden Tag einer umgebracht. Aber da passieren skurrile Geschichten rund um den Polizeidienst. Und in unserer nächsten Rubrik Mein Eberhofer-Moment erzählt uns ein waschechter Polizist, in diesem Fall ein ehemaliger Polizist, eine skurrile Geschichte aus seinem Dienstalltag. Dann sind mir die Sachen aus den Taschen. Ich hab da nichts drin. Dann sind mir sofort die Hände aus den Hosentaschen. Da ist nur ein Springmesser drin. Und den Kaugummi, den spuckt man mal ganz schnell aus. Zigarettenbüschel. Und jetzt in der Rubrik Mein Eberhofer-Moment unterhalten wir uns mit einem ehemaligen Hauptkommissar, nämlich dem Harald Ziegler, und der erzählt uns von seinem skurrilen Eberhofer-Moment. Hallo Harald Ziegler, hallo. Hier ist Radio Niederkaltenkirchen. Servus. Grüß dich, Florian. Ja, es ist schon sehr lange Zeit her, da war ich noch als junger Streifenpolizist bei der Stadtpolizei in Nürnberg. Unter anderem ging es da mal in der Nachtschicht um einen Familienstreit mit einer betrunkenen Person. Wir sind da zu zweit hingefahren und da war es so, dass eine Frau uns da erzählt hat, dass ihr Untermieter besoffen da randaliert. War nichts Größeres, wir haben den Streit geschlichtet und der Betrunkene ist dann ins Bett gegangen, war die Sache für mich erledigt. Ich habe allerdings der Frau dann meinen Namen und meine
Anschrift bei der Polizei geben für den Fall, dass sie Anzeige erstatten will, weil ich gesagt habe, mei, da müssen sie auf die Dienststelle kommen, wenn sie Anzeige erstatten wollen. War vielleicht ein leichtsinniger Fehler, denn 14 Tage, drei Wochen später kam ein Brief zur Polizeiinspektion auf meinen Namen. Da stand schon oben drüber, lieber Schatz, lieber Herr Ziegler. Da denke ich, hä, was ist jetzt das? Und dann beschreibt sie ihre Situation und gleich in der 5., 6. Zeile steht, bitte, bitte heiraten Sie mich sofort auf der Stelle. Sie schreibt dann, sie beschreibt sich dann und sagt, sie geht extra nur für mich zum Friseur, dass sie recht schön ausschaut. Und dann schreibt sie wieder, ich liebe Sie sehr. Und das andere Mal schreibt es dann, ich bin sehr hübsch und fest beisammen, auch gut gepflegt, bin aber 41 Jahre alt. Ich war damals, glaube ich, 24 oder so, 23. Aber sie braucht natürlich auch sie ist eine herzensgute Mutti und braucht natürlich auch einen lieben, guten Papi für ihren 15-jährigen Sohn. Und deswegen muss ich sie anscheinend schnell heiraten. Ganz zum Schluss vom Brief, das war dann noch ganz nett, hat sie nur eine Bitte an mich, würden Sie einen Teil meiner Pflegemittelkosten übernehmen, schreibt es da, da ich das nur Ihnen zum Gefallen kaufe. Und außerdem braucht der Sohn auch fesche, schicke Sachen, damit auch der Sohn sauber ausschaut und dass er bei der Hochzeit dann fesch gekleidet ist. Ja, klar. Da war ich dann schon ein bisschen baff. Ich habe mit dem Brief eigentlich nichts anfangen können. Wie steht Ihre Frau heute zu der Geschichte? Sie findet es gar nicht so lustig. Für mich war die Sache eigentlich erledigt, denke ich. Ja, gut. Allerdings, ein paar Tage später, ich ging zum Nachtdienst und fahre in die Dienststelle rein und gehe in den Wachraum rein, stehe erstaunlicherweise ein ganzer Schwung Kollegen hinterm Tresen, wie wenn sie auf mich gewartet haben. Plötzlich sagt einer, zeigt auf mich und sagt, das ist er. Dann sehe ich, wie von rechts, von dem Wartebankerl, wo wir da gehabt haben für die Kundschaft, eine Frau aufspringt, auf mich zu, links und rechts in der Hand eine Flasche Parfüm und schüttet mir das Parfüm drüber und sagt, du musst gut riechen, weil wir heiraten jetzt. War das die Frau und wollte mich zum Heiraten abholen? Ja. Gott sei Dank, sagen wir mal so, letztendlich ist leider aus der Hochzeit nichts geworden. Oh, was aber ich musste auf jeden Fall heimfahren und konnte Nachtdienst so nicht machen, weil ich gestunken habe. Ich musste mich nochmal komplett duschen und umziehen, dass ich überhaupt meinen Nachtdienst machen habe können. Sehr lustige Geschichte. Ja, und die Kollegen, die haben dich da einfach ins Messer laufen lassen. Ja, genau. Die haben auf mich gewartet. Die ist wahrscheinlich gekommen. Und einige Kollegen haben ja den Brief kennt. Und der oder andere Kollege hat dann gewusst, um was da geht. Und da haben die gesagt, ja, der kommt jetzt gleich dann zum Nachtdienst. Müssen halt ein bisschen warten. Und haben mir wortlos zwei Parfümflaschen in die Hände gedrückt. Ja, links und rechts in der Hand eine Parfümflasche, stürzt auf mich zu. Ich war so perplex. Aber Harry, es hat ja alles nichts genützt. Ich kenne deine heutige Frau und mit der bist du ja schon seit vielen Jahren zusammen. Und, richtig. Lieber Harry, vielen lieben Dank für deinen Eberhofer-Moment. Fand ich, war ein perfekter Eberhofer-Moment. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Gut. Danke für die schöne Geschichte. Alles Gute nach Hause und bis ganz bald. Mich. Servus, mach's gut. Christian, du hast ja jetzt manchmal gar nicht so überrascht geklungen. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Ja, bei mir kommen täglich Leute mit Parfümflaschen. Meistens sind es Männer, aber gut, damit muss ich leben. Nee, aber ich meine jetzt so Fantum, gibt es da... Hält sich sehr in Grenzen, muss man sagen, ja. Also die stehen öfters, also beim Drehen, wie es auch in Niederkaltenkirchen ist, stehen sie halt bei uns vom Café Rattlinger, sprich, das ist die, sage ich jetzt lieber nicht, Bäckerei in und ja, es sind doch einige da, aber ohne Parfümflaschen, die gehen dann Kaffee trinken dann und sind sehr diszipliniert auch beim Drehen, sind auch ruhig, also muss ich sagen, wirklich perfekt. Ja, und denen reicht halt in der Regel eine Unterschrift oder ein Foto. Genau. Das und die müssen nicht gleich unbedingt heiraten. Nee, bin ich auch zu alt. Wir sprechen
Mit unserem prominenten Gast, den du nicht kennst, aber ich schon. Also beziehungsweise, ich kenn ihn überhaupt nicht, du kennst ihn schon, vielleicht. Bist du sicher, dass ich ihn kenne? Ja, ich weiß ja nicht, wen du kennst, aber bei dem bin ich mir relativ sicher, dass du ihn zumindest schon mal, den Namen zumindest schon mal gehört hast. Ist ein sehr prominenter Gast. Du weißt nicht, wer es ist. Das ist eigentlich der Gag dran. Du kriegst aber 5 Fragen, um das rauszufinden. Ja, ja, wie? Ich muss dann fragen. Ja, du musst halt offene Fragen stellen und musst das raus. Und er kann aber länger antworten als mit Ja oder Nein. Er kann auch länger antworten als mit Ja oder Nein. Okay. Ja? Okay. Bist bereit? Dann würde ich jetzt die Nummer wählen. Lieber unbekannter, prominenter Anrufer. Der Christian, der kriegt jetzt 5 Fragen, um herauszufinden, wer da am Telefon ist. Hm. Und bitteschön. Bist du sehr prominent? Sowas kann ich nicht selber beurteilen. Bist du aus dem Hessischen? Die einen sagen so, die anderen so. Scheiße, gib mal ein bisschen mehr, die Stimme, irgendwas. Mach mal weiter. Sag mal einfach, wer du bist. Ja, wo kommst du her? Wo bist du geboren? Bist du? Das, wenn ich immer so genau wüsste, das habe ich mir alles weggetrunken in den letzten Jahren, die Erinnerung daran. Das ist ein Hesse, oder? Ja, komm, 2 hast du noch. Okay, Mann oder Frau? Selbst das habe ich mir die Erinnerung dran weggesoffen. Okay, weil mein Bauch ist mittlerweile so dick, dass ich das nicht mehr so ganz gut gucken kann. Das ist kein Original-Hesse. Das ist einer, der den hessischen Dialekt beherrscht. Ja, also Christian, du hast deine Fragen aufgebraucht und ich halte nee, das jetzt sollen wir nochmal weitermachen. Willst du noch eine? Ja, eine allerletzte. Noch. Bist du Armin Laschet? Nein, ich bin der Markus Söder. Halt, Moment, das war jetzt anders. Ja, jetzt müsstest du aber drauf kommen. Warte. Hast du, Moment, jetzt mal ihn fertig. Hast du früher Fußball gespielt in einer relativ hohen Liga, in der Jugend, sagen wir mal? Definitely not. Scheiße. Ich glaube, ich darf hier mal auflösen. Nein, das hast du doch mal. Nein, ich löse jetzt auf, weil ich halte es bald nicht mehr aus. Am Telefon ist Sebastian Betzel. Ach, leck mich doch mal am Arsch. Du sehr gut. Arsch, du klingst völlig anders. Was ist denn los mit dir? Ja, das nennt man Schauspielkunst. Okay. Oh, eine kleine Schauspielkunst. Ich habe den ganzen Tag gedreht, da bin ich froh, dass ich abends am Telefon wenigstens noch mal ein bisschen Schauspielkunst aufmachen kann. Wir hier von Radio Niederkaltenkirchen möchten zuerst mal unsere Glückwünsche aussprechen zum Publikumspreis, im Rahmen des Bayerischen Filmpreises, Publikumspreis des Jahrzehnts. Also ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ja, das ist das Tolle an dem Preis ist auch, glaube ich, dass es den nie wieder geben wird. Ja. Also das ist, den kann man nur einmal gewinnen. Und zeigt halt auch abermals, wie wirklich erfolgreich die Eberhofer Filme sind. Jetzt sitze ich ja quasi, für mich ist es eine sehr skurrile Situation, weil ich unterhalte mich hier gerade parallel mit 2 Eberhofers. Dem von den Hörbüchern und dem aus den Filmen. Habt ihr euch, also ihr kennt euch ja, habt ihr euch schon mal getroffen und untereinander so ein bisschen, gibt es da Rivalitäten ja, bei euch? Wir sollten mal so ein sensationelles Foto machen. Ich glaube, wir sollten Fingerhakeln in Lederhosen. Kannst dich erinnern? Das ja, war, ja. Weil wir beide gesagt haben, Fotograf, du bist der Volldepp, das erste Mal. Nein, ich weiß nicht, ich war 10 Minuten früher da und der Fotograf war so total unmöglich zu mir, hat mich angeschnauzt, dass ich die falschen Klamotten und alles dabei hatte. Was bist du für Arschgeige? Und habe aber nichts gesagt. Und dann kamst du 10 Minuten später rein und der Fotograf begrüßt dich und sagt dir auch gleich so ein paar Ansagen. Und du schaust wie an, das Erste, was du original in meinem Leben zu mir gesagt hast, was ist denn das für ein Depp? Hoffentlich und das ist eine sehr jetzt. Schöne Art, sich kennenzulernen. Ja, fand also ich auch. Ja. Ein gemeinsames Interesse. Gemeinsamer Feind ist immer das Allerbeste, was man haben ja, kann. Ja, das ist ein super Entree. Du sag mal, du bist es ja eigentlich schon seit Jahren gewöhnt, immer regelmäßig einmal im Jahr eine große Premiere zu feiern, wenn der neue Eberhofer ins Kino kommt. War das für dich so? Du hast ja den Film schon vor wahrscheinlich 3 Jahren gedreht, oder? 2 Jahren? Vor knapp 2 Jahren. Also der hätte letztes Jahr ins Kino kommen sollen und interessanterweise hätten wir 2020 sowieso keinen Eberhofer drehen wollen. Also das war dann auch
da war Corona jetzt nicht so schlimm, aber ist auf der anderen Seite ist halt der Kaiserschmarrn nicht ins Kino gekommen. Ist es dann nicht komisch, wenn da jetzt ein 2 Jahre alter Film dann ins Kino kommt? Du weißt ja gar nicht mehr, was du da gespielt hast. Das weiß ich nicht. Doch, weil ich ihn mittlerweile mal gesehen habe. Ist er gut? Sag's. Schon gut, oder? Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist der Beste. Er ist fantastisch. Es ist grandios. Ich habe einen Trailer gesehen und fand den sehr, sehr lustig, ja, muss ich sagen. Ich auch. Ja, was ich das Lustige finde, dass der auch mal ein bisschen traurig ist. Also der ist so ein bisschen, manchmal hat der so ein paar schwermütige Seiten, das gefällt mir sehr gut. Das ist super. Also ich freue mich jetzt total, dass der kommt und dass vielleicht der Eberhofer jetzt so ein bisschen, zumindest für mich und für ein paar Fans, dafür steht, dass jetzt der Start wieder in die etwas entspanntere Zeit kommt. Das wäre super. Aber ansonsten, ob der jetzt letztes Jahr lief oder nicht, das ist eh wurscht. Und das mit Eberhofer, das ist ein Traum, das zu spielen. Das ist ein tolles Ensemble und ich glaube, der Christian weiß das noch besser als ich. Das ist total toll, aber das ist einfach eh jetzt in uns drin. Und ob da mal ein Jahr Pause ist oder nicht, ist wurscht. Ist wurscht. Wie ist denn das bei euch am Set? Sind das echte Freundschaften, die sich da bilden? Es ist schon mehr. Also sagen wir mal so, mit Simon und Lisa bin ich richtig sehr dick befreundet und mit Ed bin ich jetzt auch mittlerweile nach so vielen Filmen quasi zwangsläufig befreundet. Na, was aber total, also es ist sehr, 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 sehr angenehm, mit den allen zu arbeiten und auch sonst die Leute, die dabei sind, der Gerhard Wittmann, der Stefan Zinner, wir haben uns jetzt schon so oft gesehen und das sind einfach super Kollegen und ich würde sagen, es ist natürlich nicht jetzt jeder mein bester Freund, aber es sind alles Leute, die mehr sind als nur Kollegen. Wie geht's weiter bei dir? Also steht schon ein neuer Drehzeitraum für den nächsten Film fest eigentlich? Ja, jetzt im Herbst wird's wieder losgehen. Aha. Musst du dich da aufs Kugelhupfgeschwader groß vorbereiten? Irgendwie musst du da extra viel essen vorher oder ich weiß nicht, sehe dich ja gerade nicht, wie du so. Ja, das ist die größte Herausforderung, dass ich jedes Mal von meinem idealen Sixpack-Supergewicht, das ich durch mein vieles Surfen und Joggen habe, mich dann wieder auf den Eberhofer ranfressen muss. Ja. Das ist die härteste Zeit. Die Nummer, die du hier abziehst, die funktioniert wirklich nur im Podcast. Total schnell, aber bis ich es drauf habe, eine Qual. Ja, es klingt aber. Das ist die normale Vorbereitung. Zum Set gehen und schauen, was passiert. 5 bis 10 Mal das Buch lesen, Jeans anziehen und wir machen weiter. Vielen Dank, Sebastian Betzel. Danke gerne. Danke dir. Dank. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Servus. Ciao. Servus. Und du hast den Sebastian jetzt echt nicht erkannt? Nein, kennst du überhaupt nicht. Null. Echt? Der mit dem komischen Hessisch. Dann hat er auch noch die Stimme irgendwie nach oben geschraubt. Also keine Chance. Ja. Überhaupt nicht. Ja, ich rede mich natürlich auch leicht. Ich weiß ja, was hier passiert und du nicht. Du, aber sag mal, aber jetzt nochmal, jetzt hört er ja nicht mehr zu. Irgendwelche Rivalitäten? Gibt's? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Das ist schon mal, also altersbedingt ist da keine Rivalität möglich, weil ich bin ja ein erhebliches Stück älter und es gibt ja immer, hat ja die Rita erzählt, es gibt ja dann immer noch Leute, die sagen, ja, der Traumitz hätte ihn doch auch spielen können. Mhm. Und dann kommt zu Recht die Antwort, dass das, dass das Leben endlich ist. Und ja. Die Oma müsste dann sag's nicht. Alt, noch älter sein. Ja, und außerdem, ich meine, bei dem, dadurch, dass du die Hörbücher machst, du sprichst ja alle Niederkaltenkirchner. Du spielst sie alle. Verstehst du? Und der Sebastian Betzel halt nur den Eberhofer. Ja. Und so ist das halt ein bisschen unterschiedlich. Aber was schon lustig ist, ist, dass ihr eigentlich beide in der Polizeiuniform einen unfassbaren Erfolg habt. Ja, wie gesagt, das ist, hätte ich nie vorausgeahnt, dass ich mal der ewige Polizist in mehrerer Hinsicht bin. Also sowohl im Hörbuch als auch im Fernsehen jetzt. Also ich wollte auch nie Polizist werden. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Nein, weil ich höre gar nichts. Ich habe nur so ein Getute. Können Sie mal was sagen? Ich verstehe nichts. Überhaupt nichts. Kein Wort. Oma ruft an. Ja. Christian, deine heutige... Ich bin ein Charakter. Ich bin Method-Oma. Ja, bleib einfach drin. Pass auf. Deine heutige Aufgabe. Wir rufen heute bei einem Baumarkt an. Ja, ja? Hage-Baumarkt. Darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen. Schneid's raus. Wir rufen heute bei einem Baumarkt an. Mhm. Und deine Aufgabe ist folgende. Du musst dich wahrscheinlich zuerst mal in die Pflanzenabteilung verbinden lassen.
Die Pflanzenabteilung im Baumarkt. Ja, jeder Baumarkt hat eine Pflanzenabteilung. Bist du eigentlich ab und an im Baumarkt? Nein. Handwerklich. Ich bin handwerklich vollkommen ungeeignet. Ja. Bei gut. Glühbirne einschrauben, okay. Da. Leichte Hausmeistertätigkeiten. Also wie auch immer, es gibt im Baumarkt gibt's auch immer eine Abteilung und da gibt es Blumen und Pflanzen. Blumen und Pflanzen. Da musst du ankommen, denn da musst du dann fragen, wie es ausschaut mit Balkonpflanzen, was man jetzt noch kriegt, weil du musst mit egal was deinen Balkon voll machen, weil du brauchst deutlich mehr Balkonpflanzen als die Mooshammer-Liesel. Grüß Gott. Ja, hallo. Eberhofer Maria, mein Name ist Gott. Bin ich mit der Blumenabteilung verbunden? Nein, Sie sind in der Hauptinformation. Um was geht's denn bitte? Es geht um eine Balkonanpflanzung. Ich verbinde Sie. Ja, danke. Hallo? Hallo? Ja, sprechen Sie. Eberhofer Maria, mein Name, grüß Gott. Ich habe eine Pflanzenfrage, hätte ich, wegen der Balkonanpflanzung. Ich habe große Blumenkästen und ich habe immer einen Mais habe ich drin gehabt. Und was haben Sie drin? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Ich verstehe Sie auch. Hall, ist jetzt besser? Nein. Ich bin im Auto vom Sohn eingesperrt. Moment, jetzt ist besser. Jetzt ist besser, danke. Ja, also ich habe Balkonpflanzen, ich habe immer einen Mais gehabt und den fressen immer die Viecher zusammen. An Mais? Ja, einen Zuckermais. Also ja, die fressen irgendwie, ja gut, und? Jetzt wollte ich fragen, was ich anbieten würde, also dass man in einem großen Quadratmeter mäßig, dass man da ein bisschen was besser ausschaut. Ja, was besser ausschaut aus dem Mais. Ja. Vielleicht. Aber Nutzpflanze, dass man. Eine Nutzpflanze? Eine Nutzpflanze, ja. Ja, so ein Zitronenbaum oder vielleicht. Ja, wie wäre es aber mit Sonnenblumen? Sonnenblumen? Ja. Ja, das ist. Bei mir geht es zum Norden aus, hinten. Also der Mann, das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Haben Sie. Was Buntes. Ja, also was Nutzpflanzen habe ich gar nichts. Das habe ich nur als Saatgut. Als Saatgut? Kann man dann Saatgut, dass man vielleicht Kartoffel oder sowas ja, nehmen? Also Saatgut kann ich Sie mit allem beliefern. Ja. Aber ist das gut für einen Blumenkasten, wenn man Kartoffel rein tut? Naja, also in einem Blumenkasten Kartoffeln, ich weiß nicht so recht, ne? Ja. Aber die kleinen halt, es gibt ja so kleine. Es gibt's auch. Also ja. Das habe ich jetzt aber nur noch als Saatgut. Als ne? Saatgut? Wie lang wird es im Herbst? Geht da noch was? Ja, da wird es schon noch was gehen bei bestimmten Sorten, gell? Ja. Nein, weil ich habe das Problem, ich habe eine Nachbarin, die ist recht neidig, gell? Ja. Muss ich mal ein bisschen, und jetzt wollte ich mal schon ein bisschen auftrumpfen, dass man da... Ja, also wie gesagt, also Saatgut haben wir alles Mögliche da. Ja. Kommen Sie halt einmal vorbei und schauen sich das und an. Wenn man Maiglöckchen oder sowas, dass man da eine Kombination können Sie auch machen, Ja. Aber ja, kommen Sie halt mal vorbei und schauen sich an, was wir da haben und dann können Sie sich raussuchen. Und das ist dann ein Saatgut? Ja, als Saatgut. Ein Saatgut. Gell? Gut. Ja, das bedanke ich mich, gell, und freue mich. Alles klar. Ich komme dann vorbei, gell. Ja, gut, Wiederschauen. Ciao, auf Wiederschauen. Das ist aber alles wirklich, nett. Ja, aber das ist doch auch schön. Ich meine, du wirst eigentlich in Zukunft nur noch mit der Stimme der Oma irgendwelche. Da kriegt man wenigstens Zeug. Da kriegst du alles. Ich meine, der wollte jetzt gerade Kartoffeln. Kartoffeln im Blumenkasten. Blumenkasten verkaufen. Ich finde das super. Also, jetzt zum Schluss ein bisschen ungeduldig geworden. Jetzt kommen es halt mal vorbei. Ja, da wird wahrscheinlich auch irgendwie im laufenden Betrieb. Aber schön. Danke, okay. Ja, ich freue mich. Kartoffeln und Maiglöckchen im Pflanzkübel, da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Die hätten dir jetzt alles verkauft. Das war die erste Folge von Radio Niederkaltenkirchen. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind und uns vielleicht sogar abonnieren. Dann wissen Sie immer,
wo wann? Sie sind. Ja, das auch. Auf Wiederschauen. Und wann es was Neues aus Niederkalten gibt. Auf. Du, das ist halt nicht immer einfach so wahnsinnig aufhören. Schnell. Wieso denn einfach aufhören? Wir machen jetzt noch irgendwas. Wir müssen das feiern. Aus. Wir gehen zum Wolfi. Auf Papier. Aus. Und jetzt brandaktuell. Franz Eberhofers 11. Fall. Das Reragu-Rendezvous. Als Hörbuch erschienen beim Audioverlag. Und natürlich gelesen von Christian Tramitz. Genau. Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Mediamanufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion Marie Kaufmann. Regie Sebastian Fehry.